am Applaus gesehen, dass es nicht nur gefallen hat, sondern jetzt haben wir ja auch wieder Händel bearbeitet gleichzeitig, dass es auch hoffentlich ein bisschen weiter reingeht. Und ich denke, alle haben einen, ja, einen Spirit gekriegt von dem, was Yes We Do, wir können tun, was wir eigentlich für Kapazitäten haben, was wir für uns umsetzen können. Und das Verrückte ist, dass es dann auch noch so viel Spaß machen darf. Nicht nur das Zuhören, sondern es auch für uns in dieser Form umsetzen. Und wir sind ganz dankbar, dass Sie hierher gekommen sind, weil das so alles zu diesem Thema passt, worum es uns ja hier insgesamt auch geht und gleichzeitig auch, was das Land profitieren kann. Nicht nur dieses eine, sondern alle Länder profitieren können, wie wir uns eigentlich das Leben leichter machen können. Ja, und sein letztes, das bisher letzte Buch, steht das alles, also auf die Fünf steht alles drin und noch viel mehr. Und mich ärgert wirklich, dass der Sarrazin mehr verkauft hat. Kam etwa gleichzeitig raus und das ist wirklich ärgerlich. Das gebe ich Ihnen jetzt auch mal auf jeden Fall. Danke. Wir auch gesagt haben, wir wollen diese Initiative wieder aufleben lassen mit dem Inspiration Day oder den modernen Social Medias, können wir es ja sehr wahrscheinlich auch weiter verbreiten, dass unser Fokus in der Welt eben auf viele andere Dinge geht. Und das werden wir heute Nachmittag in den Workshops dann noch ein bisschen vertiefen, damit diese wichtigen, und ich denke, jeder, der Kinder hat oder sich selbst nur ein bisschen betrachtet, wie elementar das eigentlich ist, wie gehen wir mit uns um. Und leider in der Politik oder auch in der Schule kommt viel zu wenig davon, oder wie er es immer wieder sagt, genau das Gegenteil. Das macht es eigentlich uns das Leben ein bisschen schwerer. Und der Ernst des Lebens, falscher kann man Schule dann nicht mehr bezeichnen. Genau. Nach dem, was ich gesagt habe. Ja. Aber fast alle sind wir so dressiert worden. Ich habe es immer zu Hause gehört, jetzt beginnt der Ernst des Lebens, wenn es in Schule geht. Andere und der Ernst des Lebens. Und heute müht man sich dann 50 Jahre später, irgendwo die Freude wieder zu finden. Ja. Und das gilt es eben wirklich zu machen. Als Säuglinge hast du. Genau, die wir alle ganz normal hatten. Das ist ja das, was wir im Purpose Planning machen, eben auf den Purpose kommen wir nachmittag auch nochmal drauf, dass wir alle auch wieder da zurückkommen können. Das Hirn hat ja nicht alles vergessen. Und die Trampelpfade sind nicht benutzt, wir müssen wieder neu trampeln. Und weil Sie so ein, wie sagt man, Prediger sind in diesem Land, immer wieder dafür, sowohl eben auch diese Bedeutung für die Kinder, das alles zu machen, als auch gesellschaftspolitisch sich engagieren. 100 Fernsehsendungen hat er mindestens im Bayerischen Rundfunk in Alfa. 170. Und alles, was wir heute tun, weil es auch geht zu vertiefen, es gibt in YouTube-Videos, wir machen heute alles, sodass man es auch wirklich nacharbeiten kann. Und ich sage, ach, schade, dass wir, sondern wirklich das Vertiefen da ist. Also die Bücher gibt es. Und jetzt hier Medizin für die Bildung, das übertragen aufs Land, sagt er, ist eben auch der Weg aus der Krise. Und weil er so rundrum alles zu passt hat, wie gesagt, er ist der ideale Mann, ja, der von uns heute den Winspiration Award.